Hallo liebe Zuschauer, wir haben eigentlich alles geschafft, was wir schaffen wollten und ich wollte mal die kleine Zeit hier nutzen. Wir haben noch ein, zwei Fotos für unsere Modelle gemacht, ohne Reflektoren. Wir sind ja eigentlich auf der Insel, um mit Sonne zu fotografieren, diesmal nur der Ringblitz. Und ja, ich wollte mal zeigen, was wir hier gemacht haben. Euch, liebe Blogleser, bekommt es vorab. Ringblitz, volle Leistung, ist sehr leistungsstark, Blende 22, ISO 50, bei einer 250. Verschlusszeit, Hintergrund ist richtig dunkel, sogar der Himmel säuft ins Schwarze ab. Und da haben wir einfach angefangen zu fotografieren mit dem leichten Zoom-Objektiv, um einfach von einer Position möglichst viele verschiedene Shots mitzubekommen. Was dazu gesagt werden kann, ist, der Ringblitz ist ideal, um Auto zu fotografieren, nämlich reflektierende Gegenstände. Reflektierende Gegenstände, die werden einfach wunderbar ausgeleuchtet, dadurch bekommen einen schönen Verlauf und es ist nicht so, dass man irgendwann diese Reflexe bekommt, denn das Licht kommt ja direkt aus dem Objektiv eigentlich, also um das Objektiv herum, aber das ist das gleiche, als wenn es aus dem Objektiv kommen würde. Und da wir die Lichtquelle aus dem Objektiv haben, sind die Reflexionen also auch wieder ins Objektiv rein. Und wir bekommen natürlich eine sehr surreale Wirkung, die Bildwirkung. Der Hintergrund säuft ab, wir haben einen Verlauf mit dem Ringblitz nach hinten. Das heißt, je weiter wir wegkommen vom Ringblitz, vom Objektiv, vom Bild, umso dunkler wird es. Und dadurch bekommen wir diesen, ich würde sagen, so ein bisschen Society-Effekt und auch so ein bisschen Blitzlicht-Effekt. Es ist dunkel, es ist trotzdem irgendwie schön ausgeleuchtet, die Haut kommt sehr toll heraus. Und wir haben es hier etwas schwieriger gehabt, denn es haben einen Anthrazit oder relativ dunklen Ferrari. Wir haben hier einen tief dunklen Anzug und eine dunkle Haut und müssen trotzdem das Ganze richtig belichten. Also beim Ringblitz immer aufpassen mit dem Bewegen. Am besten ist es wirklich ein Zoom-Objektiv, wo ihr von einer Position alle Möglichkeiten zum Fotografieren habt, bis hin zum richtigen Close-Up. Ich sage tschüss mit ein paar Bildern, bis zum nächsten Mal.